Oh, jetzt stehe ich hier in einem Baum drin. So kann ich natürlich diesen Hut nicht demonstrieren. Was? Achso, ja, der Pikachu-Hut. So, man kann übrigens Hüte auch tauschen, wenn ich jetzt auf H drücke und du auch auf H drückst. Dann kann ich hier Trade with Nearby Player, Zoroastra. Genau, jetzt können wir nämlich Hüte traden. Hüte traden, genau. Hüte traden. Und da ich sehr viele Hüte habe. Ich einfach einen schenken. Welchen? Willst du bestimmt hier den Major Offers? Nee, bitte nicht. Nicht? Na gut. Möchtest du den hier, Ja. Slimehead? Ja, bitte. Make Trade. So, jetzt hast du meinen Hut. Und wenn ich jetzt auf H drücke, kann ich den Slime. Ha, gefällt mir. Man sieht ihn irgendwie nicht, weil er dann seine Krone verschwindet. Nee, hast du auch auf Done geklickt? Du musst nämlich auf Done nochmal klicken. Auf H drücken und dann. Genau, jetzt hast du ihn auf dem Kopf. Jetzt rennst du mit einem kleinen Schleim auf dem Kopf rum. Das Sehr finde ich kleinsam. äußerst attraktiv. Seitdem ich einen Schleim auf dem Kopf habe, fliegen diese Frauen auf mich. Hauptsächlich in die Richtung weg. Ruhig. Fünf Enderperlen haben wir. Das auch gerne einen Schleim auf dem Kopf. Nein, ich habe ja schon. Hab ich jetzt den Hut eigentlich an? Ja, ich habe den Hut eigentlich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte ihn wieder ausmachen. Also irgendwie erinnert er mich an ein Spiel, das ich mal gespielt habe. Vielleicht finde ich ja noch einen besseren Hut. Es gibt ja so viele Hüte. Ich weiß nicht, warum man sich einen Hut aufsetzen sollte, aber es gibt unglaublich viele Leute, die finden das total toll. Oh Gott. Oh Gott. Ich Ja. weiß nicht, ob das gut ist. Der Digger hat jetzt feurig bekommen. In Oh. einem Holzmob-Grinder. Ich werde gleich mal links gucken und sehen, ob alles brennt. Jetzt wird's ja schlecht. Hier war gerade kurz ein Enderman. Der Enderman ist frei. Ja, das ist, weil, wenn die brennen, dann teleportieren sich ja wie wild weg. Das ist ja nicht das beste Upgrade, das der durch hätte bekommen können. Immer so ein bisschen Abstand halten, nicht, dass es wieder Ja, ich explodiert. stehe ganz ordentlich gut weg. Ich muss nochmal reparieren kurz, der ist wieder halb durch. Mann, 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 oh. Oh, ich habe einen Wizard, einen Witchhead erschlagen. Oh, ein Lootbag. Jawohl, ja. Und fünf. Wieso habe ich fünf Redstone dabei? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat Schade, mir das. das Redstone gedroppt. Ja, Ich Lootbag habe. ist Oh, das. Blaze Powder. Das ist natürlich nicht schlecht. Und nochmal Redstone. Ich habe einen Kopf von einem gewissen Herrn J-Bams bekommen. Angeblich. Achso, er hat mein Inventar noch nicht sortiert gehabt. Was auch immer ein J-Bams ist. Das ist ein Kopf von irgendjemand, den ich nicht Ich meine, kenne. was auch immer ein J-Bams ist. Ich hänge ihn jetzt einfach mal hier irgendwo hin. So. Hallo, Herr J-Bams. Bleiben Sie mal da stehen. Bisschen makaber, sich den Kopf von irgendwelchen Leuten an die Wand zu hängen. Aber egal. Ja, also wir haben reichlich Holz. Das ist schön. Vielleicht sollten wir mal einen Barrel bauen. Ein einziges Barrel. Ja, in einen Barrel passen nämlich 64 mal 64 Items. Und das ist sehr, sehr viel. Oh. Ich dachte nur gerade, weil wir haben ja hier so Holzbarrel. Und ein Witch-Hat. Ach, guck mal, die R-Taste, die ich immer drücke, um Rezepte anzuzeigen, ist nämlich auch Sortiere mein Inventar-Taste. Schön, dass die hier alles aufeinander gelegt haben. Ich weiß gerade gar nicht, ob es überhaupt die R-Taste ist. Nee, Gott. Options. Keybinding. Rezept R natürlich. Das Passe, Zeug guck mal. wollte ich noch hier in die Kiste tun. Usage mal jetzt auf C. Guck mal, Enchantments ist auf X, deswegen hat das wahrscheinlich nicht funktioniert. Weil der Ney das wieder kaputt gemacht hat. So, Blast Powder. muss ich nur noch das. Oh Gott. Fly Up Down ist auch auf R gelegt. Das ist ja kein Wunder, dass das mit dem Rezept nie geklappt hat. Was haben wir denn noch da? Inventory Sorting ist auch eine Taste, die man nicht so häufig braucht. Setzen wir sie auf Simon. So, und jetzt kann ich nämlich wahrscheinlich auch wieder die R-Taste benutzen. Ja, sie funktioniert wieder hervorragend. Mit diesem Withered Head und
einem Buch, einem Wither Skeleton Skull, einer Geistier im Gold, Ingot, einem Magma Cream, Glowstone, Lava und einem Netherwort, kann man die Tome of Alcahestry bauen, die man mit Redstone aufladen muss, und dann kann man damit Gegenstände erzeugen. Was ich ein bisschen OP finde, ich habe die schon mal im Creative Mode getestet. Also wenn du die einmal mal vollgelaufen hast mit Redstone, dann tust du, was ich, eine Erde rein und es kommen 17 raus. Einfach so. Okay, krass. Kostet immer ein bisschen Redstone, aber man hat dann. Wir haben ja auch Redstone. Ja, wir hätten noch keine 256. Aber nah dran. Ich baue mal, also wir haben ja die ganzen Chests, ne? Die brauchen wir gar nicht bauen. Die droppen die uns da hinten ja ständig, warum auch immer. Falls man noch keine hat. Ne? Chests auch, kann man selten. Dann machen wir nämlich jetzt eins von diesen wunderbaren Barrels. Ich habe am Anfang ja gedacht, was soll ich mit so einem Better Barrel? Wenn ich mal speichern will, kann ich das ja auch einfach so machen. Bis ich sie dann mal gebaut habe und festgestellt habe, oh, ist das Leben schön. Okay, da hätte sie nicht hier hinbauen sollen. Wo kann man die jetzt hinbauen, dass sie nicht im Weg stehen? Ich stelle sie neben das Sieve. So, jetzt nehme ich mir die gesamten Oakwoods raus. Mache einen Doppelrechtsklick auf das Barrel und jetzt sind alle Oakwoods, die wir haben, drinne. Das kann ich mit Shift-Linksklick einen rausnehmen, mit Rechtsklick wieder reinlegen. Oh. Und mit einem normalen Linksklick kann ich 64 rausholen und mit Rechtsklick wieder reinlegen. Praktisch. Und das Schöne ist, wenn du mal von vorne guckst, steht da auch drauf, wie viel wir haben. Hm, echt nicht schlecht. Ja, und es ging, wie gesagt, 64 mal 64, das ist relativ viel. Man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich sehr viel. So, ich baue noch mal ein bisschen Veranda hier drum. Ich bin eben schon fast wieder rückwärts hier rausgelaufen. Oh, meine Fresse. Das Schlimme an der Sache ist, wir kommen mit der Lava da hinten noch nicht so gut voran, da wir ja erstmal einen Eimer brauchen. Und für den Eimer brauchen wir auf jeden Fall drei Eisen. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich immer da hinten hinrenne, weil ich hoffe, dass in diesem Loot-Bag irgendwie Eisen drin ist, aber yep. Ja, das geht nicht mehr so gut wie früher. Früher war Eisen einfacher. Gleich wieder zurück. Da konnte man nämlich einfach mit Dartcraft, hatte ich glaube ich schon vorhin erzählt, aber trotzdem, da konnte man mit Dartcraft einfach diese Force Buckets kriegen, Force Bucket wegschmeißen, weil die braucht sowieso keiner. Und man hatte Eisen. Wieso den Eimer, da hatte man. Eisen hatte man ja nicht zwangsweise. Das war natürlich schon recht praktisch, weil man so mit diesem Mob Tower quasi in weniger Sekunden sein erstes Eisen hatte. Seinen ersten Eimer hatte. Damit konnte man direkt das Wasser zur Verfügung. Damit konnte man zum Beispiel direkt am Anfang so seine Farm bauen. Oder man konnte relativ schnell diesen Crucible halt auch bauen. Man braucht ja halt auch nur ein Sieb für. Dann kann man sich das Crucible auch schon bauen. Und konnte dann sehr, sehr, sehr schnell am Anfang auch recht viel skippen. Ich denke mal deswegen, wenn die das rausgenommen haben. Zumal das Dartcraft auch für sonst irgendwie nichts benutzt wurde. Wobei der Autor das auch weiterentwickelt hat. Die hatten jetzt in der ersten Version von dem In der ersten Version vom Sky Factory hatten die eine ganz, ganz alte Version von Dartcraft drin. Und der Autor hat dann sehr viel noch überarbeitet. Was auch nötig war, muss man fairerweise sagen. Denn die erste Version, die war schon... Naja. Ich höre die Zombies schon wieder knurren. Sodale. Wunderbarerweise haben wir immerhin schon mal ein Eisen, das heißt nur noch zwei. Nur noch eine Million Eisen und wir sind schon fertig. Dann haben wir vor allem erstmal den Eimer, dann haben wir Cobblestone. Dann geht das Ganze viel, viel schneller. So, ich habe jetzt hier mal überall. Na, hänge ich den hier schon wieder? Jetzt ist nur überall hier so eine Veranda hingebaut. Meine ich im Suff. Ja.
sich zu Tode stürzt. Ja, nur für den Suff, da bräuchten wir noch Alkohol und Alkohol, da bräuchten wir noch Inneneimer und Eimer. Wenn dir gleich wieder Endermans entgegenkommen, bringst du die mal eben in, ne? Naja, so wie das ist. Muss überlegen, ob ich wieder diese neue Waffe demnächst bauen. Oh, der hat nochmal. Oh, ich habe gerade Lex Manus getötet. Den Typ, der Forge managed. Äußerst gut. Das heißt, wir werden ja keine Forge-Version mehr haben, oh Gott. Äußerst schlecht. Generic B. Das hat er zweimal Knockback bekommen, der Dolch. Was hat er jetzt? Skill Level Master. Das klingt so, als ob danach nichts mehr kommt. Kommt nichts mehr. Also er hätte jetzt plus 2 Knockback. Das heißt, ich kann jetzt Dinge sehr weit weg machen damit. Und eine Lootback. Sehr gut. Was ist drin? Wieder mal ein Kopf. Oh, und Pumpkins und Melon Seeds. Das ist auch nicht schlecht. Nur Melonensamen haben wir schon. Haben wir schon? Ja, ich habe die ganzen Sachen mittlerweile mal in die Kiste reingetan. Damit mein ganzes Inventar nicht immer so extrem vollgespammt ist. Allerdings, that's how I roll. Ich liebe ein zugespammtes Inventar. Ja, ich bin ja so ein Ordnungsfanatiker. Ja, ja, merkte man. Also wenn das hier nicht alles präzise angeordnet ist, ja, dann das geht nicht. Ja, ich sortiere die auch mal ein bisschen besser. Das, wir hätten jetzt dann Essen. Mhm. Haben wir ein Pumpkins. Köstliches Monster Jerky. Wir haben auch schon einen Gummibaumsamen. Also Setzling hier. Oh, das ist sehr gut. Mit dem Gummibaum können wir nämlich, mal abgesehen von Gummi, können wir auch Förderbänder machen. Die heißen dann, also das sind tatsächlich Förderbänder. Mhm. Und die kann man benutzen, die sind aus Mine Factory Reloaded, um Dinge von A nach B zu bewegen, aber auch Mobs. Praktisch. Du kannst dann diesen Mob-Tower, du brauchst einfach wirklich nur eine platte Fläche bauen, ein bisschen Förderbänder rein, dann spawnen Mobs und werden direkt auf diesen Förderbändern, die kommen da auch nicht mehr runter, die sind da drauf gefangen, wie in so einem Minecart, dann werden die auf diesem Förderband direkt in die Vernichtungsapparatur reingeschossen. Wundervoll. So kann man sich dann so ein riesiges vollautomatisiertes Mob-Vernichtungssystem bauen. Ich sehe schon wieder voll, die Jungs hier. Was mit dem Feuer sieht lustig aus, aber es ist höchstgradig unpraktisch. Es wird Zeit, dass wir unseren Cobblestone-Dings hier machen. Damit ich mir eine neue Waffe bauen kann. Also ist ja richtig schnell hochgelevelt hier auch, ne? Aber gut, als er das gemacht hat, dieses Tweaks-Dingsy, hat er jetzt nicht damit gerechnet, dass man in einer Welt spielt, wo die Mobs garantiert spawnen und man direkt als allererstes einen Mob-Spawner baut. Tja, ich werde gleich erstmal ganz kurz gucken, ob unsere Lava schon Badetemperatur hat. Lava-Bad. Ich habe da ein Lootbag. Neue Hüte. Es ist Lava drin. Full Guard Pattern, das ist ja auch hübsch. Und Papier, ja, guck mal. So, die Köpfchen. Unsere Lava ist gar. Und das ist aber schön. Ich habe wieder die Köpfe wildfremder Menschen hier an die Wand. Ja, da wir ja noch keinen Eimer haben, ist das aktuell ein Problem. Wir könnten sie tatsächlich mit einem Pipe-System schon jetzt schon wegbewegen. Die Frage ist nur, wohin. Aber wir könnten. Die Mobs, schön. Oder? Ja, die nicht, aber die Lava. Ah. Was das jetzt rausfällt. Was macht das denn hier? Saplings, Silkworms, Blaze Powder. Da hat doch einer wieder Sachen hier in die Truhe geschmissen, die da nicht reingehören. Saplings habe ich da mit Sicherheit nicht reingetan. Das warst du noch am Anfang. Gut, vielleicht war ich es einfach. Wieso nicht das Blaze Powder? Das Blaze Powder ist da hinten auch gedroppt. Das gehört auch zu den Monster Drops. Ja, gut, aber das braucht man halt für diverse Dinge. Oder eigentlich ist auch egal, wo wir es reinmüllen. Ich mach mal hier nochmal die Sachen raus. Können wir eigentlich mit hinten reinmachen. Gut, ja. Ich frag mich nämlich, also, das ist lästig.
Ordnung, die zerstört wird. Und ein Skelettkopf. Warum steht da immer applicable up to iron? Ich wüsste gerne, was das heißt. Ich mache mir jetzt nochmal so einen neuen durch. Ich mache jetzt einfach mal nur aus Holz. Ach, ging das auch aus Holz? Das ging gar nicht aus Holz, ne? Dann mache ich ihn vielleicht doch nicht aus Holz. Aber ich kann das Ding aus Holz machen. Nein, kann ich doch nicht. Achso, ich muss es nur an der richtigen Stelle reinlegen. So. Habe ich sogar mal unsere ganzen Saplings fast ganz aufgebraucht. Jetzt teste ich nämlich, was passiert, wenn ich jetzt eine zweite, vielleicht wahrscheinlich andere Verzauberungen kriegen. Mini-Dolch. Der Maxi-Dolch sieht jetzt schon ein bisschen gefährlich aus, ne? Die ganzen Upgrades, die er bekommen hat. Dann gehe ich den auch mal hochleveln. Hast dann auch einen gelevelten durch. Juhu. Schon wieder ein Lootpack. Er macht vor allem den gleichen Schaden wie der andere durch, aber die Leute brennen nicht und sie fliegen auch nicht weg. Das ist viel praktischer. Aber wenn die Upgrades random sind, kannst du natürlich auch random Blödsinn bei rauskriegen, ne? Das ist halt immer so bei random. Was für ein Lootpack ist. Ein einmal benutzbares Safari-Netz. Ah, toll. Das macht einen traurig. Da kannst du Mobs oder generell alles mögliche an Viehzeug drin einsperren, die in die Kiste liegen. Das ist manchmal ganz praktisch. Könnte man jetzt zum Beispiel so einen Huhn irgendwo findet oder ein Schaf, könnte man das dann entsprechend so eine Tüte reintun, damit das nicht abhaut und das dann in die Kiste legen. Generell ja gar nicht so blöd. Im Grundsatz nicht dumm, ja. Bane of Anthropods hat er bekommen. Das war, glaube ich, gegen Spinnen. Das ist wahr. Das ist aber schön. Und ein Steinschwert habe ich bekommen. Tschüss. Funktioniert es auch? Ja, aber ich habe es gleich weggeschmissen. Das braucht ja kein Mensch. Hat das Safari-Netz jetzt eigentlich irgendwas gespeichert? Nee. Was wechselt hier immer so random die Farbe? Dachte ich jetzt, ist was drin? Oh, ich lasse mal wieder aufladen. Ja, aber ist jetzt nicht so überragend, was hier so rauskommt. Ne? Aber es kommt ja was raus. Man soll sich ja über das freuen, was man hat. Mhm. Zum Beispiel explosive Diarrhoe. Es gibt Dinge, über die muss man sich nicht freuen. Fällt mir gerade ein. Ja, Herpes. Sag ich mal, so ein blödes Buch, das verbraucht eh nur Platz. Gut, das Tinker ist nicht, da kann man noch was nachlesen. Oh, dafür gibt es eigentlich noch das Internet. Was liest man im Internet nach? Ich habe hier wirklich auch gerade Blaze Powder rausgesiebt. Verrückt. Hm, das reicht doch.